Richtig gut. Er hat geschafft. What's up? Ich habe mir Frühstück gemacht. Joghurt, Blaubeeren und Müsli. Heute steht nichts an, nichts Besonderes, außer mein Tennistraining. Pakete, die ich bekommen werde. Ich habe Spielzeuge für meine Kinder bestellt. Auch einen Bademantel für mich bestellt. Morgen muss ich wohl zum Arzt. Ich gehe zum Pädiologe, damit man ihm untersucht wegen Ohren, ob er richtig hört oder ob es was dazwischen gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder zurück in den Kindergarten bringe. Oder ob wir einfach den ganzen Tag zu Hause bleiben. Ich werde mir mal überlegen, je nach Gefühl. It's waxing time. Oh my God, ich liebe diese Methode. Aber hasse ich die auch in the same time? Das fügt mir so eine Schmerzen, vor allem in der Bikini-Zone. Ich benutze dafür die Pastecreme von der Marke Viet. Wenn es genug warm ist, dann hole ich das aus der Mikrowelle und versuche ich ein bisschen zu rühren. Und wenn ich merke, dass die Wärme meiner Körpertemperatur entspricht, dann kann ich es benutzen. Und seht ihr einfach unter meiner Achsel, clean baby. Auf dem Weg zum Sport. Eigentlich war so geplant von mir, dass ich heute und nächste Woche nicht da bin, weil meine Nanny keine Zeit hatte. Aber sie hat anscheinend ein bisschen Zeit gefunden und sie passt gerade auf die Kinder. Deswegen bin ich heute da. Das war ein Glück für mich. Ich habe allerdings vergessen, dass die Mädels Bescheid zu geben. Und deswegen werden sie richtig überrascht sein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Partnerin dabei haben werde, die mit mir spielen will. Keine Ahnung, vielleicht sind wir heute zu dritt. Ich drücke mich selber die Daumen. Untersuchung sind wir endlich mit der Pädiologie fertig. Ich erzähle euch mehr, wenn ich zu Hause bin, in Ruhe. Auf jeden Fall war mir wichtig, den Parkplatz frei zu halten. Deswegen habe ich mich bei dem Rush ein bisschen beeilt. Jemanden wollte meinen Parkplatz haben und der hat mir netterweise gefragt. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich spontan entschieden, mit meinem Sohn ein kleines Abstecher bei Meckes zu machen. Ich dachte mir, wozu der Eile? Ich habe sowieso gar nichts Wichtigeres vor und ich muss die Zeit nutzen, um ein bisschen alleine mit meinem Sohnemann zu reden, zu essen, um mich alleine um ihn zu kümmern, ohne dass die Geschwisterchen dazwischen funkeln oder so.
Und ja, wir sind hingefahren, der hat sich sehr, sehr gefreut, der war überall hin. Ich musste ständig hinter ihm her sein, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Und im Gegenteil, dann haben wir uns gesessen und ich habe für ihn was bestellt, weil der hat so ein spezielles Menü, dieser Happy Meal, der macht das sehr, sehr gerne. Und ja, wir haben einfach die Zeit genutzt, um ruhig zu essen, ruhig das Essen zu genießen. Und nach einer halben Stunde, ja, sind wir... Los! Also bei McDonald's habe ich mir einen Salat bestellt, die hier. Und da ich noch eine reife Avocado zu Hause habe, werde ich das einfach ergänzen. Dankeschön. Ich bin mit meinem Sohn, ich muss ihm irgendwie entertainen und gleichzeitig essen. Dankeschön. Der Termin war gut, der war richtig gut. Ich hatte völlig vergessen, dass er letztes Jahr da war. Und als er da war, hat die in seine Ohren ein bisschen Flüssigkeit gefunden. Eigentlich war dieser Termin, um uns zu sagen, ob er zum Chirurg soll oder nicht. Und Gott sei Dank muss er nicht. Die Ärztin war zufrieden und die Tests, die wir da gemacht haben, war auch positiv. Als Fazit meinte sie, wir müssen nur warten. Sie hat uns noch in 6 Monaten einen Termin gegeben. Und von daher, wenn er vor diesen 6 Monaten schon anfängt zu sprechen, normal zu reden, dann können wir einfach den Termin absagen und unser Leben weiterführen. Aber wenn das nicht der Fall ist, müssen wir eine Frühforderung beantragen und vielleicht auch eine Sprachforderung, zum Beispiel bei Logopädie. Ansonsten, ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Alle meine Vermutungen bezüglich seiner Sprache wurden einfach aufgeklärt. Ja, Mama, was ist? Bring das. Dankeschön. Sie hat mir ausführlich erklärt, wieso der noch Probleme hat. Aber sie meinte, ich würde mir keine Sorgen machen und alles ist im grünen Bereich. Ich muss einfach weiter mit ihm machen, wie ich zuvor gemacht habe. Das heißt, mit ihm lesen, mit ihm spielen, Wörter immer wiederholen. Es ist meins. Weg! 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 Die kleine Zeit, die wir zusammen verbracht haben, das fand ich sehr, sehr schön. Der war auch sehr, sehr entspannt. Keine Geschwister um ihn herum, kein Geschrei, keine Petzerei, keine Meckerei. Der war richtig, richtig lieb. Richtig lieb. Ja, was ist los? Das war's eigentlich für heute. Wir sehen uns nur morgen, weil der Kleine ist da. Ich muss mich mit ihm beschäftigen. Ich muss erstmal essen. Dann habe ich gerade die Wäsche draußen gehängt. Muss ich noch eine Runde Wäsche machen. Es gibt draußen noch ein voller Korb Wäsche, die ich im Schrank bringen soll. Und ja, das alles kann ich nur machen, wenn die Kamera aus ist und wenn der Kleine ein bisschen ruhig. Wenn der nicht da wäre, hätte ich euch mitgenommen. Aber das geht nicht. Dankeschön. Nicht weg. Nicht weg. Zum Guten und schönen Nachmittag. Das Wetter wird nicht mitspielen, weil es scheint, als ob er bald Regen werden. Aber es ist nicht schlimm, ich habe alles Mögliche mit, außer die Schuhe, die sind nicht richtig passen, aber ist egal. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's Bombe. Habt ihr mein Hautbild bemerkt? Seht ihr irgendeinen Unterschied? Mein Hautbild, was mir die Kamera mir zeigt, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Es ist ausgerechnet an dem Tag, wo ich die Pässe abholen möchte, dass es so doll regnet. Ich musste sogar ausgerechnet bei dieser Rush das Lightning ein bisschen hoch einstellen, weil es ist richtig dunkel draußen. Da ich vergessen habe, heute Morgen mich zu parfümieren, habe ich Parfüm mitgenommen. Und übrigens, ich liebe diese Duft von Kaya Leaf. Vor allem diese. Es ist Yum Pistachio Gelato. Nehme ich meinen Regenschirm und der Parkstein, weil man darf hier, laut was drüben steht, darf man hier nur eine Stunde parken. Deswegen muss ich mich beeilen. Vier Kinder besser. Guck mal gleich. Danke. Ich brauche mal ein Geburtsdatum. 8.1.16. Wie ist dein Name? Diane Wukeng, also Jefak.
Ja, ich glaube, die sind da. Die sind schon länger hier. Ja. Genau. Haben Sie auch die alten Reisepässe dabei? Nee. Die brauche ich. Oh. Also, wir müssen immer tauschen. Alte Pässe gegen neue Pässe. Ah, Sie, okay. Sie haben doch Kinderreisepässe. Sie können die auch wieder haben, aber, also. Ich muss die einmal entwerten. Okay. Ich muss die kontrollieren, ob die entwertet sind. Aha. Wenn nicht, muss ich die entwerten und dann können Sie die wieder haben und dann kriegen Sie auch erst die neuen. Wir haben heute bis 18 Uhr geöffnet. Von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr. Okay, dann komme ich noch gleich. Genau, dann kommen Sie heute einfach nochmal wieder. Wurden Sie weit weg? Nee, Wissendorf, ja. Genau, dann machen Sie nochmal los. Unbedingt die Kinderpässe. Haben alle Kinder schon Kinderreisen? Ja. Genau, dann alle vier einfach mitbringen. Aha. Und dann entwerte ich die, die können sie auch wieder haben, würde ich auch empfehlen, weil die gibt es nicht mehr seit 1.1.24. Okay. Und dann kriegen sie auch die neuen. Aber ich kann ohne die alten ihnen können die neuen nicht geben. Okay, alles klar, dann komme ich nochmal. Alles klar, dann bis später. Bis später. So, ich war gerade bei Lidl und ich habe ein paar Brötchen für die Kinder geholt nach dem Kindergarten und der Schule. Seit 2 Tagen haben die sowas nicht mehr gegessen und mein drittes Kind ist davon süchtig. Und noch dazu habe ich schon Schokolade auch gekauft. Und für mich selbst, weil ich es wert bin, habe ich mir Blumen gekauft. Ich freue mich. Und beim Kauf habe ich mir erinnert, dass ich für meine Freundin einen Blumenstrauß kaufen möchte, weil sie mir letzte Woche richtig geholfen hat. Letzte Woche hatte ich 2 andere Bekannte gefragt, ob sie mir dabei helfen würde. Sie hatten leider keine Zeit, aber nur die konnte das machen und deswegen dachte ich mir am Anfang, wenn du schaffst, meine Kinder bei einem Termin zu bringen, dann werde ich richtig dankbar sein. Aber sie meinte, nee, weißt du was, du hast keine, die sich um die Kinder kümmern kann, deswegen übernehme ich das. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Es ist auch nicht ohne, ne? Ihr müsst bedenken, den Weg, ihre Zeit und das Benzin. Das alles, das kostet, das Zeit ist Geld, Honey. Also von daher hole ich einen Blumenstrauß für Sie. Moment, ja, ich fahre erstmal zur Post, danach zu Edeka, gucke ich mir einen Blumenstrauß. Und dann, wenn ich fertig bin mit Pässe und Co., werde ich zu ihr gehen, kurzes Stopp, ihr diese Blume überreichen und mich nochmal bedanken, weil es mir sehr, sehr wichtig. Auf Amazon habe ich mir diese Morgenmantel bestellt. Ich dachte, das würde schön auf meine Haut aussehen. Wie die Dame da, aber it was not mine. Deswegen schicke ich die zurück und kriege ich mein Geld wieder. Und sie meinte auch, ich könnte mit ihr am Freitag zum Zug fahren. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag und wie ihr seht, bin ich unterwegs zur Schule meines Sohnes, um ihn abzuholen. Der hatte nämlich gestern eine Übernachtung in der Schule, sein erstes Übernachtung. Er war so aufgeregt, hat sich sehr, sehr gefreut und die Eltern müssen die Kinder am nächsten Tag abholen. Angekommen habe ich der Lehrer begrüßt. Ich habe auch meinen Dayan gesehen. Er hat mir ein bisschen berichtet, wie das war. Ich habe mir die Sache ausgesucht, der mitgenommen haben für die Übernachtung. Nachdem ich und Dayan den Lehrer begrüßt und uns verabschiedet haben, haben wir auf dem Weg zum Auto gemacht und alle die Sache, die ihr mitgebracht habt für die Übernachtung, in den Kofferraum gesetzt haben. Und jetzt ist es Ferienzeit. Ich habe 2 Tage nicht gevloggt und heute ist Sonntag. Es ist quasi das Ende des Vlogs. Ich bin hier beim Schwimmen mit dem Kids, aber die sind schon drin im Wasser und ich hocke einfach hier
und warte, bis jemand meinen Namen ruft oder bis man mir gesagt hat, dass sie fertig ist. Sie werden in einer Stunde fertig sein. Von daher, ich habe die Zeit nochmal mit der Leiterin zu sprechen. So, ich habe gerade mit der Leiterin gesprochen. Ihre Stimme habt ihr bestimmt auf dem letzten Rausch gehört. Und ich dachte, ich wäre heute falsch, weil heute ist eigentlich Abzeichen beim Schwimmbad. Aber da meine Kinder mehrere Termine verpasst haben, konnte einfach heute die verpassten Termine nachholen. Wir sind Sonntag. Ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag nicht gevloggt. Mein Mann ist überraschungsweise Freitag gekommen. Er sollte am Samstag kommen, aber das war eine Überraschung. Und die Kinder haben sich gefreut und ich wollte einfach keine Kamera. Und am Donnerstag war ich irgendwie down, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht mehr. Ich wollte mich heute Afrikanisches anziehen und ich liebe einfach das Outfit. Ich habe nicht so vieles, hallo, ich habe nicht so viele Afrikanisches und dementsprechend, wenn ich was anhaben muss, alle einfach sehen. So, es ist eine Mischung von Blau, Pink und Rot. Richtig schön. Ich habe mich entschieden für meine schwarze Pullentasche und eine rote Sandale. Aus diesem Sinne höre ich mit dem Vlog auf. Hab einen schönen Sonntag und man sieht sich, ne? Ja. Ja. Das mache ich zu Ende jetzt, ne? Ja. Bevor ich gehe. Genau. Okay, alles klar. So, ich schwitze wie ein Schwein. Ehrlich, das war einer der rocambolesken Termine, die ich je in meinem Leben hatte. Ich konnte die Adresse nicht finden. Ich habe sogar die Apothekerin unten gefragt auf der Straße. Sie hat mich woanders geschickt. Ich habe noch eine Dame gesprochen. Sie wusste überhaupt nicht. Ich hatte geschwitzt. Ich war in Panik. Ich habe ständig angerufen und gefragt, ja, ich bin verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Könnt ihr mir sagen, wo genau das ist? Ich bin eine halbe Stunde spät gekommen, so schlimm es war. Halbe Stunde habe ich mich entschuldigt. Sie waren sehr, sehr lieb. Ich konnte einfach mich untersuchen lassen. Das war der schnellste Termin, den ich je hatte. Als ich reinkam, kam der Doktor raus und er hat sofort meinen Namen gerufen, obwohl ich halbe Stunde Verspätung hatte. Halbe Stunde. Ich kam rein, keine Vorstellung von wegen, was habt ihr? Ja, klar, der hat mich gefragt, was ich am Daumen hatte, habe ich ihm erklärt, aber der meinte einfach, Hose runter und auf der Liege. Habe ich mich hingelegt, Beine breit. Und der hat kleine Pieps gemacht und er hat einfach gesagt, sie sind gesund, sie haben kein Problem, ich sehe gar nichts, sie können runter und ab nach Hause. Was ist gut auf sich auf, dachte ich mir. Ich hätte gefürchtet, dass ich Krebs habe. Und gestern auch hat meine Mama gemeint, mach dir keine Sorge, der wird gar nichts finden, du hast keinen Krebs und so weiter und so fort. Ich habe keinen Krebs! Mein Herz schlägt immer noch, so viel Angst hatte ich, ne? Es ist durch. Jetzt muss ich einkaufen gehen. Da ich ja in der Innenstadt bin, fahre ich zum Afro-Shop, weil es ist bestimmt ein paar Minuten von hier entfernt. Von daher 14 Minuten. Ja, ich war dort, kaufe ich einiges für zu Hause und dann fahre ich zum Lidl und nehme ich auch die Dokumente für das Sommercamp meines Kinder. Auf dem Hinweg hat sie mich angerufen. Ich war ständig mit ihr. Sie hat versucht, mich abzulenken. Ich kenne sie. Und ja, wo die Ergebnis richtig gut geworden ist, werde ich sie anrufen. Das ist das Mindeste, was ich machen könnte. Und wir werden uns einfach freuen. Das letzte Mal, wo ich gestern gevloggt hatte, war, als ich zurück aus dem Ausländerbehörde kam, glaube ich. Oder ob ich dabei war, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war der gestrige Tag nicht so ganz interessant. Ich hatte einen Besuch und ich sollte diesen Besuch zur Ausländerbehörde begleiten. Und danach sind wir einfach nach Hause gefahren. Ich habe ein bisschen gekocht. Ich bin heute sportlich angezogen, weil ich nämlich zwei Sporttermine habe. Ich habe mich mit einer anderen Freundin verabredet beim Schwimmen. Ich wollte heute fürs erste Mal dieses Aquaschwimmen probieren. Habe ich noch nie, habe ich viel davon gehört, aber noch nie hatte ich die Möglichkeit dahin zu fahren oder an einen Kurs teilzunehmen. Aber dieses Mal, sie meinte, sie will dahin. Und wir gehen einfach mit und es ist um 10 Uhr. Allerdings geht die Zumba kurz von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Aber ich habe meine Freundin gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht so lange bleiben. Ich werde zumindest 45 Minuten da bleiben,
mitmachen. Aber um 9.20 Uhr muss ich auf jeden Fall los, weil meine andere Freundin mich einfach abholen wird. Ich habe schon hier meine Schwimmsache vorbereitet. Ein Handtuch, meine Badeanzug. Ich liebe einfach zwei Teile, aber heute ausnahmsweise werde ich diese Einteiler anziehen. Mein Deo. Auf dem Schwimmbad war ich vor 2 Monaten. Dieses Mal gehe ich jetzt schwimmen, alleine, ohne Kinder, ohne dass ich auf jemanden aufpassen muss, was mich richtig, richtig freut. Ich habe mich zum Auto geschafft und es regnet schon dolle. Es bleiben nur 4 Minuten, bis dahin werde ich ein bisschen später kommen, was mich eigentlich nervt. So ist es, wenn man hier schon organisiert ist. Ja, meine Freundin ist schon da. Kann man hier backen? Hier, ne? Through the wall,
das letzte Mal, wo ich meine Kamera mitgenommen habe, saß ich da mit afrikanischer Kleidung und habe direkt nach dem Rush erfahren, dass meine Tochter ihr Seepferdchen gekriegt hat. Und heute bin ich wieder da für meinen Junge. Der Versuch heute, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Deswegen bin ich hier draußen. Ich möchte ihn nicht zugucken. Ich möchte nicht, dass er mich sieht. Ich möchte nur, dass er sich auf seine Schwimmverhalten, Schwimmmethode konzentriert und nicht auf mich fixiert ist. Deswegen bin ich einfach hier mit meiner Flasche und bete innerlich, dass er heute schafft. Aber wenn er nicht schafft, dann ist es auch nicht schlimm. Dann werde ich einfach damit leben und ihn weiter motivieren und nochmal versuchen. Er hat geschafft! Mein Baby hat sein Seepferdchen gekriegt. Oh Gott, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich mache die Fenster mal zu, damit ihr mich besser hören könnt. Es ist Montag heute, also Anfang ein neues Vlog. Heute ausnahmsweise habe ich nur meine drittes im Kindergarten gebracht, weil mein Sohn, der letzte, der hat heute Arzttermin. Es ist nur Kontrolle, Vorsorge und alles, was dazu gehört. Mir nervt einfach diese Kindergartenregelung, von wegen, man darf das Kind nicht nach 9 Uhr bzw. 9.30 Uhr im Kindergarten bringen. Das finde ich beschissen, weil wenn man einen Termin wie ich um 9, man weiß nicht, wie lange das dauert kann. Und auf einmal muss man mit dem Kind zu Hause bleiben. Man muss einfach seinen ganzen Tag einfach ins Wasser schmeißen, weil der Kindergarten das Kind nicht nehmen möchte. Schreibt mir bitte in den Kommentar, ob es bei euch auch genauso in dem anderen Kindergarten von meinen Kindern. Ich habe 4 Kinder und ich habe sowas noch nie gehört. Und das hat die Erzieherin sowas noch nie gestört. Aber bei diesem Kindergarten, beziehungsweise die neue, die bei meinem Kind angefangen hat, ist richtig komisch. Also die Dame finde ich irgendwie, die geht mir auf den Nerv. Für heute, als ich ihre Kollegen gesagt habe, ich darf Camry nicht mehr in den Kindergarten bringen, meinte sie, wieso? Ja, habe ich einfach erzählt, was ihre Kollegen mir gesagt haben, von wegen nach 9 Uhr bzw. 9.30 Uhr darf man das Kind nicht mehr in den Kindergarten bringen. Und sie war einfach, man hat bemerkt, dass sie ein bisschen schockiert war, aber dadurch, dass die Aussage von ihrem Kollegen kam, wollte sie mir nicht zeigen lassen. Aber na gut, ich bleibe zu Hause mit meinem Sohnemann. Gott sei Dank habe ich noch keine Arbeitsstelle, von daher passt es noch. Oh, ich muss nur meinen Tag nach ihm einrichten, beziehungsweise er soll seinen Tag nach mir einrichten, weil ich habe eigentlich viel zu tun. Die Woche fängt schon gut an, die Sonne scheint, ich bin gesund, meine kleine Familie ist raus aus dem Haus gegangen, mein Mann auch, und ich werde einfach das Beste draus machen. Ich muss jetzt los, weil ich habe vor, um 9.30 Uhr da zu sein, beziehungsweise vierte vor da zu sein, damit der Arzt uns auch ein bisschen früher bedient, wenn wir Glück haben natürlich. Für diejenigen, die Locks tragen, egal ob Mikrolocks, wie auch immer, wenn ihr das Gefühl kriegt, dass die Haare nicht mehr so frisch aussehen, dass ihr Kopf euch nicht mehr dieses Gefühl gibt von wegen, du siehst schön aus, oder die Locken poppen, am besten sprüht ihr eure Haare mit Wasser, das ist, was ich gemacht habe, und ihr stylt eure Babyhair. Das mache ich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Ich vergesse das immer. Heute ist mir das eingefallen, habe ich benutzt, und ich hier drin, ja, habe ich ein paar Mal, aber die sehen nicht so schön wie auf dieser Seite. Ich gehe meine Sohnemann anziehen. Klamotten habe ich schon vorbereitet, liegt schon auf meinem Arbeitstisch. Ja, wir sehen uns. Thank you.
ihr das Gefühl, wenn ihr jemanden hört, ohne die Person richtig zu sehen? Ihr denkt euch, die Stimme klingt komisch aus, vielleicht ist die Person zu streng. Durch die Stimme habt ihr schon ein komisches Abneigungsgefühl gegenüber dieser Person. Das gleiche hatte ich. Erstmal bin ich reingekommen, ich habe geklopft um 10 Uhr. Sie hat überhaupt nicht gesprochen, weil sie mit jemandem drin war. Ich habe 10 Minuten draußen gewartet. Das hat mich richtig genervt, weil ich weiß, bei der Arbeitsagentur, wenn du ein bisschen spät kommst, dann Ärger deines Lebens. Und nach 10 Minuten hat sie mich gerufen. Erstmal, sie war ganz groß. Zweitens, sie hat so eine tiefere Stimme, ein bisschen wie ein Mann. Aber wenn das zu einer Frau passt, klingt das ein bisschen sauer, ein bisschen genervt, ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Und dann, als ich sie gesehen habe, von Gesicht her, so eine liebe Person, aber durch die Größe und die Stimme habe ich mich ein bisschen erschreckend gefühlt. Und ja, sie hat mich gebeten reinzugehen. Wir haben einfach drüber gesprochen. Das erste, was sie mir als Kompliment gegeben haben, war mein Parfüm. Ich habe heute eine Mischung von Lady Dior und diese Parfüm. Also die beiden Parfüm hatte ich drauf und sie meinte, ich riech richtig schön. Ehrlich, ich war schockiert. Und das war auch mein erstes Mal, dieses Lady Dior zu benutzen. Und im Vergleich zu meinem Parfum ist das eine andere Richtung, eine weit, weit weg Richtung, eine Opposit-Richtung. Und sie hat das gemocht, also sie hat das richtig gefeiert. Sie fand es richtig schön und sie ist sogar zu mir gekommen, um nochmal an mir zu schnupfen. Und ich fand das so süß. Und dann hat sich irgendwie dieses Einbildung, dieses Einstellung, die ich von ihr habe, evaporiert. Sie hat gesehen, wie ich bei der Sache schon weiter vorankam, dass ich mehrere weitere Schritte im Bereich Bewerbung gemacht habe. Sie hat mir sogar eine Stelle hier gegeben, womit ich mich bewerben kann. Und ja, ich werde nicht mehr vloggen, ich werde nicht mehr die Kamera mitnehmen. Ich muss mich beeilen, weil meine Kinder sind bald zu Hause. Schönen guten Morgen, heute ist Sonntag und ich habe meine Kamera mit. Mein Mann und die zwei Kleinen sind gerade rausgegangen. Die müssen einmal zum Nachbar gehen, weil es gibt kleine Probleme. Das ist heute nicht das Thema. Heute wollte ich meine Küche bzw. das Ding, was hier steht, sauber machen. Die steht schon hier seit 3 Jahren. Ab und zu habe ich sauber gemacht, aber seit einem Jahr oder mehr liegt der hier. Mit ein paar Mitteln werde ich mich beschäftigen. Zum Beispiel die hier. Es ist für Backofen und Grill. Und ich habe auch
Als erstes habe ich dieses Produkt mit Essig draus gesprüht. Gottchen, Papa, da wird noch ein Trick. Ich habe euch nicht mal gezeigt, wie es ist mit unserem Garten. Es ist fast fertig. Also seitdem ich hier eingezogen bin, habe ich meinen Garten noch nie so schön gesehen. Ne, Diane? Sieht schön aus, ne? Es sieht richtig schön aus, richtig grün. Wir haben alle Spieltürme hier verlegt auf diesem Platz. Aber uns fehlt nur der Trampolin. Stellt euch mal vor, wenn die vier hier auf dem Rasen gehen und auf dem Rasen hüpfen, auf dem Trampolin hüpfen, was auf dem neuen Rasen draufsteht, wird diese Stelle kaputt gehen. Deswegen sind wir am Überlegen, die hier rüberzustellen. Aber es ist nur ein Gedanke, wir wissen noch nicht. Auf jeden Fall dürfen wir nicht dran laufen. Ausnahmsweise, wenn wir den Rasen morgens und abends besprühen wollen, da können wir, aber ansonsten nee. Also die Kinder sind, seitdem es draufsteht, nicht mal drauf gegangen. Die stehen einfach hier. Hallo. Hallo. Deswegen bin ich froh, wenn die 10 Tage vorbei sind, beziehungsweise die 2 Wochen vorbei sind, damit die Kinder auch irgendwie freilaufen können. Ja, das Wetter ist schön. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Head sauber machen, damit wir auch gleichzeitig hier draußen frühstücken. Ne? Das wäre schön, ne? Und der Rasen ist auch schön frei. Sonntagnachmittag, heute Morgen habe ich gevloggt, wie ich meine Herd sauber gemacht habe und wir danach gefrühstückt haben. Das war sehr, sehr lecker. Jetzt bin ich auf einem Parkplatz und zwar vor der Schwimmhalle, weil heute heißt es schwimmen gehen. Ich mache das immer am Sonntag, habe ich vor 2 Wochen angefangen mit meiner Freundin. Die meinte, es gäbe ein Angebot hier bei uns in der Nähe, wo man eine Stunde Aquatraining machen kann. Ich bin zur Schnupperkurs gegangen einmal. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich dachte, okay, da es unverbindlich ist, passt mir richtig gut. Ich habe mich schon angezogen. Meine Freundin ist leider heute krank, deswegen bin ich allein unterwegs. Eigentlich nehme ich mein Auto, hole ich sie ab oder sie holt mich ab. Aber dieses Mal hat sie mich angeschrieben, von wegen, sie fühlt sich nicht gut. Von daher muss ich alleine. Ja, die Motivation habe ich alleine oder nicht geschafft. Also mittlerweile durch meinen Vlog wisst ihr schon, dass ich 3 Sportarten mache. Einmal Zumba und dann Tennis und jetzt Aquatraining. Jetzt heißt es raus aus dem Auto, Ticket zahlen, ausziehen und ab in Wasser. Thank you.
Abeg, Auntie, don't look at my ass. So ich bin auf meinem favorite Sportplatz. Es ist Samstagmorgen. Ich habe meinen Mann mit dem Kinder ganz früh zu Hause gelassen, um ein paar Kilos loszuwerden. Und ja, das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. Nach halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück und halbe Stunde Crosstraining. Wenn du meinen letzten Vlogs regelmäßig gefolgt hast, weißt du, wo ich mich befinde, was ich gerade mache und wie meine Sportroutine immer aussieht. Nach ungefähr 2 Stunden Sport fahre ich nach Hause. Leider habe ich unterwegs vergessen, meine Uhr einzustellen, sodass es meine Kalorie einfach abmisst. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein paar Kalorien losgeworden und jetzt mache ich mich auf den Weg zu meiner Freundin, weil wir vorhaben, Richtung IKEA zu fahren, da sie vor kurzem eingezogen ist und ein paar Sachen bei ihr renovieren möchte, wollte ich sie zum IKEA begleiten, damit ich die Zeit einfach mit ihr schön verbringe. Und das haben wir getan. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Nachmittag. Ich kann ihn auch wieder besser bewegen, aber hätte ich das gewusst, hätte ich Zuschuhe angezogen. Eigentlich auch alles hier unten. Oh, zum Beispiel diese Blume. Wer hat diese Blume nicht zu Hause? Ich habe die in Dunkel, aber ich wollte die in... Ja, ich habe die auch in Dunkel. Die habe ich vor 4 Jahren gekauft. Und ich wollte die jetzt noch in Hell haben, weil ich habe die im Dunkeln jetzt in meinem... Genau. Nee, zu langweilig. Zu einfach. Und hier, das ist Öl und Essig. Ah, das ist für Sie. Aber es ist eher Plastik, das finde ich nicht so. Genau. Ah, die sind wirklich schön. 14 Euro. Aber 2 Stück, oder? Aber nee, einer. Steht hier, guck. Pro 2 Stück. Dann musst du gucken, weil das hier ist jetzt einzeln, dann musst du gucken, dass die in so einem Paket zusammenkommen. Ja, aber die sind nicht zusammen. Ah, hier, vielleicht hier, die hier. Hier, dann sind das die für 14,99. Aber es ist gut, ne? Ich finde die auch schön, ja. Die passen in deine Einrichtung. Ja, die sowas hier passt auch in deine Einrichtung. Das ist ja, das wollte ich. Afrikanisch und richtig schwer. Oh Gott, ja. Aber das Problem bei mir, wohin? Wohin? Ja, wir müssen jetzt unsere Schränke aufräumen. So geht es auch in der Küche, das ist das Schlimmste. Ja, wirklich das Schlimmste. Und hier? Ja, und diese große Mug. Ich liebe Mugs. Aber das ist so, ich glaube, für mich, ne? So für mich? Ja, genau, das ist so eine Kanne. Das ah, hier. Genau. Ja. Hier ist jetzt so zum... Ah ja, genau, Milch, Milch-Sahne-Kästchen. Auch unser Wagen, den dürfen wir nicht vergessen. Also. Ja, weil ich habe auch, Lukas hat nur 4 Teller von allem gekauft. Also wir haben nur von diesen braunen 4 Teller und die hat ja auch richtig teuer gekauft. Und ich wollte so 1-2 Sachen so ein bisschen... Aber die Farbe gefällt mir. Jahreszeit. Das hier. Echt? Ja. Das ist Jahreszeit ist variieren. Das hier gefällt mir richtig schön. Oh, nee, gefällt mir nicht. Das finde ich. Ist nicht meins. Ist nur was anderes. Ja. Oh, das wäre schön. Hätte ich das mitgenommen. Ja. Aber ich brauche nur so einen 1,5 Liter und wo unten so ein kleines Tässchen steht, damit ich das abfüllen kann. Das geht immer auf unseren Boden. Und da will ich dann nochmal, wenn ich das Gästebadezimmer mache, dann will ich da auch die passenden Möbel und so. Ja. Aber jetzt gerade ist es noch nicht perfekt. Und hier Fließband an den Zahn. Oh, ich wollte eigentlich nichts kaufen. Also diese Drehdings. Kostet 29? Nee, das ist ein riesiges Ding. Was wir immer sehen, sind diese Runden aus
Kunststoff, die für 6, 7 Euro. Aber guck, die sind hier. Die hier. Ja, finde ich sehr teuer. Ja, ich finde es auch sehr teuer. Für 3, 4 Euro. Ja, ich finde es auch sehr teuer. Das geht sowieso kaputt. Und in deinem. Es gibt die Möglichkeit, du brauchst nicht zu nähen, wenn das zu lang ist. Du kannst kleben, wie bei mir. Ich habe nicht genäht, ich habe geklebt. Dann kriegst du hier eine doppelseitige Klebeband. Dann kannst du einfach kleben. Ja. Und beim Waschen geht das nicht ab, weil ich habe meine Gardine schon zweimal gewaschen und die bleiben immer dran. Das ist gut. So, die sind perfekt. Die sind kurz. Ja. Aber Angelina? Hier sind meine. Ah ja. Ja, genau. Was ich zu Hause habe. So was hatte ich auch mal. Und wenn die Katzen da rangehen, dann ja, genau, ziehen die das alles. Ist das Problem. Ja. Das finde ich ganz gut. Ja. Das hat so was für ein Sommerfeeling. Ja. Richtig gut. Schön. Aber dementsprechend musst du auch dein Zuhause auch dekorieren. Aber es ist voll weich. Ja, richtig schön. Aber du siehst hier unten schon die Fäden. Genau. Das würde bei genau. mir passieren mit den Katzen. Genau. Deswegen habe ich die Stange ein bisschen größer genommen, dass ich es weiter auseinanderziehen kann. Ich nehme erstmal eine Stange mit. Denn hier in der Farbe habe ich die in so einem Beige und in so einem Dings. Und jetzt suche ich das hier. Vielen Dank. Das kann man nämlich richtig gut machen. Und das reicht, ne? Mit Pappe. Das ist nur Pappe? Ja, genau. Das ist eine Pappe für 2 Euro. Oh, cool. Weil die Katzen schmeißen alles runter, die fressen alles an. Ich habe sogar das da zu Hause. Das muss auch mal an die Wand gebracht werden, ja. Ich habe so viele Sachen zu Hause. Du hast so viele Sachen, mein Gott. Ja, und das hier wollte ich auf jeden Fall haben. Nee, die brauche ich nicht. Aber gibt's das nicht in Beige? Ich wollte eigentlich für den PC, ne? Das meintest du. Echt? Ja, den wollte ich haben für mein Handy. Für dein Handy? Ja, und das stelle ich neben meinen Bilderrahmen und wenn ich dann da sitze, kann ich mein Handy reinstecken. Ja, dann kaufe ich mir. 1,99 Euro. Oder das hier, das hatte ich auch. Was ist das? Das hier, das ist auch für Handy. Du stellst das Handy hier und dann kannst du das Handy quer. Ja, cool. Weißt du? Ja, hier kann man das auch. Und das finde ich sieht dekorativ cool aus. Ja, hol noch eine für mich bitte. Wie viel kostet die? 2 Euro. Okay. Cause I've been tossed straight through the wall.